Hallo, das ist das Video Nummer 9, das Thema Integrationsregel oder Aufleitungsregel. Einer von euch hat mich gefragt, wie man diese Funktion aufleitet. Das ist sehr einfach. Die Regel, die wir dazu brauchen, heißt Substitutionsregel oder Integration oder Aufleitung durch Substitution. Ganz einfach. Eine Zusammenfassung, wir haben bis jetzt 8 Videos gehabt. Wenn du e hoch 4x hast, kannst du dir einfach das Video Nummer 7 angucken. Das haben wir ausführlich erklärt. Wenn du x mal e hoch x hast, dann brauchst du natürlich die partielle Integration. Partielle Integration. Kannst du dir die Videos 8 und 9 angucken. Ganz wichtig, hier haben wir e hoch x Quadrat und auch x hier. Hier haben wir keine x Quadrat, nur e hoch irgendwas. Also Video 7. Hier haben wir x mal e hoch irgendwas. Also auch kein x Quadrat, sondern nur x. Kann sein, dass du hier minus 4x hast. Ist egal eigentlich. Minus oder plus. Oder hier x plus 1 hast. Klammer. So. Das ist auch egal. Oder hier x Quadrat plus 1 hast. Aber hier nur x, nur kein x Quadrat. Das alles partielle Integration, ganz einfach. Wenn du nur e hoch x Quadrat hast, oder e hoch minus x Quadrat, oder e hoch minus 4x Quadrat, oder e hoch plus 4, 5x Quadrat, ist egal eigentlich, du hast x Quadrat und keine x hier. Diese Funktion kannst du nicht aufleiten. Nicht möglich. Nicht möglich, das reicht zu wissen, dass es nicht möglich ist. Und weil wir e hoch x Quadrat nicht aufleiten können, können wir hier auch keine partielle Integration anwenden. Warum? Weil wir die partielle Integration anwenden, müssen wir u gleich x setzen und wie haben wir so vorgegangen? U gleich x, dv gleich e hoch 4x² dx. Nun musst du hier aufleiten. Das heißt, v ist gleich die Aufleitung von e hoch 4x² dx. Und hier musst du also d von u oder u' gleich 1 mal dx. So, das haben wir in Video Nummer 7 gehabt. Wie du siehst, hier musst du aufleiten, aber wir können e hoch 4x² nicht aufleiten. Warum? Weil die Aufleitung nicht möglich ist. So, wie gehen wir vor? Wenn wir x und x hoch 2 haben, wenn wir hier zum Beispiel x plus 1 in Klammer mal x hoch minus 4x² haben und so weiter. In diesem Fall müssen wir die Substitutionsregel anwenden. Das heißt, so, das war die Zusammenfassung hier. Wir setzen das, was hier oben steht, also e hoch was? E hoch minus 4x². Minus 4x² setzen wir gleich u. U gleich minus 4x². Jetzt leiten wir ab. Das bedeutet, u' gleich die Ableitung von minus 4x² gleich 2 mal minus 4, also minus 8x, richtig? Du kannst auch für u' auch du schreiben. du gleich minus 8x, aber wenn du du schreibst, musst du auch hier dx schreiben. Ja? Du kannst entweder hier u' schreiben, gleich minus 8x, oder du gleich minus 8x dx. Also ich teile durch minus 8x, somit du geteilt durch, somit du geteilt durch minus 8x gleich minus 8x dx geteilt durch minus 8x. Was ich zusammen, bleibt nur dx übrig, richtig? Also ich kann sagen, dx gleich du geteilt durch minus 8x. Also u gleich minus 4x² setzen, alles was hier steht, minus x², minus 5x², minus 1000x², plus 1000x², u gleich den Term setzen, ableiten, das bedeutet u' gleich minus 8x oder du gleich minus 8x dx durch minus 8x teilen, damit dx bestimmt wird. So, jetzt setzen wir ein. Wir haben x mal e hoch minus 4x². Minus 4x² haben wir natürlich gleich u gesetzt. Deswegen kann ich hier e hoch u schreiben, richtig? Und dx in diesem Fall ist gleich du geteilt durch minus 8x, richtig? Setze ich ein. Und jetzt, wie du siehst, x und x kann ich vereinfachen.
Also, dann habe ich hier und minus 8, also es ist ein Achtel, kann ich außerhalb schreiben. Dann kann ich hier 1 geteilt durch minus 8 schreiben. Dann fällt hier weg. Dann bleibt hier nur du übrig. 1 geteilt durch minus 8 ist gleich natürlich minus 1 geteilt durch 8, minus 1 Achtel. So, jetzt wie du siehst, können wir aufleiten. Die Aufleitung von e hoch u ist gleich e hoch u. Video Nummer 7, richtig? Weil wir hier du haben. Also, das bedeutet, groß f von u ist ganz wichtig. Das ist jetzt nach u alles. Gleich minus 1 Achtel mal die Aufleitung von e hoch u gleich e hoch u. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und ersetzen wir das u durch minus 4x². Das heißt, dann haben wir f von x in diesem Fall gleich minus 1 Achtel e hoch minus 4x² plus c ist eine Konstante. So, das ist die Aufleitung von dieser Funktion. Nun kannst du auch selber üben. Zum Beispiel, wenn wir hier 2 mal k haben, 2 mal k. K ist in diesem Fall eine Zahl. Du musst aufpassen, k ist eine Zahl, wie zum Beispiel 3 oder 4 oder 5. In diesem Fall setzen wir u gleich minus 4x². Also du bestimmen, also ableiten, dx bestimmen und wieder einsetzen. Das heißt, 2 mal k mal x mal e hoch u mal dx. So, jetzt können wir jetzt wieder x und x vereinfachen. Dann haben wir minus 2, k geteilt durch minus 8, kann ich außerhalb schreiben. Also zusammenfassen, 1 Viertel oder mal k oder k Viertel, ist egal, wie man das schreibt. Und hier haben wir kein k mehr und kein 8 mehr. Dann bleibt hier nur du übrig. Und kein Malzeichen mehr. So, jetzt genauso vorgehen. F von u ist gleich. Ich mache das, weil die Frage war mit k gewesen. Also mit einer Zahl, mit einer Konstante hier. Du musst nur wissen, dass k eine Zahl ist. So, dann schreibe ich hier so. Mal die Aufleitung von e hoch u gleich e hoch u. Nun können wir u ersetzen. Dann haben wir hier x. Wir haben hier Minus vergessen. Das war Minus. Und hier haben wir ein Minus vergessen. Minus 1 Viertel k mal e hoch minus 4x². Das ist jetzt deine Aufgabe. Versuch mal, diese Funktion aufzuleiten. 2x mal, hier haben wir zum Beispiel 1 halb. So, das ist jetzt deine Aufgabe. Versuch mal, diese Funktion aufzuleiten. Ganz einfach, durch Substitution, also Integration durch Substitution oder die Substitutionsregel. Oh, wie schwer ist es, das auszusprechen. Viel Erfolg, viel Glück, bis dann. Tschüss.